Gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Wer ist euer Frauenschwarm? Ich würde gerne sagen ich, aber ich denke, wenn man mit weiblicher Bevölkerung spricht, dann fällt ziemlich oft der Name Rune Damke. Aus irgendeinem Grund ist auch Ole Ramel weit vorne, ich habe keine Ahnung warum. Aber ich denke, dass die beiden Plätze vorne belegen, traurigerweise. Andreas Wolf. Rune Damke, ganz sicher, ja. Das ist ganz klar Rune Damke. Ich glaube, in jeder Halle, wo er kommt, da schreien die Frauen ihm zu und deswegen Rune. Wer sammelt auch außerhalb des Spielfeldes Punkte in Flensburg? Da gibt es ein paar mehrere Kandidaten, die ein bisschen hochmotorisiert sind. Aber ich glaube, unser Andi ist da ganz vorne dabei. Ich glaube, das ist einer von den zwei mit dem größten Motor. Ich würde sagen Christian Diesinger oder Andy Wolf. Ich denke Andreas Wolf, weil er mit seinem Auto ordentlich Gas geben kann. Das ist leider ich manchmal. Diese Saison haben wir zum Glück viele Punkte in Flensburg gesammelt. Außerhalb des Spielfeldes habe ich auch den einen oder anderen durch unglückliche Situationen sammeln können. Und ich denke, ansonsten haben wir da ein paar Leute wie Marco oder Disco, die da auch ein bisschen sorgloser im Straßenverkehr sind. Wer darf auf keiner Party fehlen? Marco Wuin, weil er ist einfach lustig. Dann sage ich Domagoj Duňák, weil er unser Kapitän ist und geht immer nach vorne. Ja, Niklas Ekberg, ne? Er ist unser Musikwart und ja, ohne Musik läuft nichts. Lukas Nilsson, weil er es liebt zu feiern und mit der Mannschaft Zeit zu verbringen. Ole Ramel, weil er eine Spaßkanone ist. Partys machen wir nicht. Wer stemmt beim Bankdrücken am meisten? Ach, scheiß Frage. Nicht Andy Wolf. Ich glaube, dieses Jahr ist es hier Christian Zeitz. Im nächsten Jahr werde ich versuchen, den Titel für mich zu beanspruchen. Ich glaube, Zeitzi. Ja, doch. Tut mir leid, Andy. Zeitzi ist es. Ich glaube, Patrick Winczek. Micha Sarabitz. Und wer lebt auf Instagram? Ich glaube, da haben wir einige von. Aber ich glaube, ganz vorne ist Raul Santos. Mein guter Freund Raul Santos. Also die Frage ist auch unzweifelhaft zu beantworten mit Raul Santos. Raul Santos. Micha Sarabitz.